Oliver soll der Vater von Jules Kind sein? Gabriella hat mit ihr geschlafen. Das ist genau 3 Monate her. Es passt also genau. Ja, okay, aber es war doch nur einmal. Glaubst du, sie ist gleich schwanger geworden? Okay, Natascha ist auch gleich schwanger geworden. Eben. Und wer weiß, vielleicht ist es nicht bei diesem einmal geblieben. Ich weiß nicht. Ja, und warum springt Oliver sofort, wenn Jule anruft? Tom, du hast doch gesehen, was mit den Limits los war. Steckt mehr dahinter. Oliver fühlt sich Jule gegenüber verpflichtet. Er will sie nicht allein lassen. Das hat er mir selbst gesagt. Was hat er denn genau gesagt? Naja, dass sie was schuldig wäre. Und ich finde, das ist eindeutig genug. Nein, ist es gar nicht. Vielleicht hat Jule ihm mal einen Gefallen getan. Und dafür will er sich revanchieren. Warum ist Simon so plötzlich nach Griechenland abgehauen und hat Jule sitzen lassen? Ja, weil es ein Riesenangebot für ihn war. Das ist noch lange keine Erklärung, warum er sich von ihr getrennt hat. Okay, vielleicht lief es in der Beziehung nicht so toll. Oder sie hat ihm gesagt, dass das Kind nicht von ihm ist. Und es hat er einfach nicht verkraftet. Ich glaube, du redest dir was ein. Gabriela, das passt alles genau zusammen. Guck mal, vielleicht weiß Oliver gar nicht, dass Jule schwanger ist. Und wenn doch? Dann hätte es dir bestimmt gesagt. Er hätte doch auch den Seitensprung gestanden. Ja, entschuldige bitte, mein Kind zu zeugen ist ja wohl ein bisschen was anderes. Oder Oliver traut sich nicht, mir die Wahrheit zu sagen. Es wäre nicht das erste Mal. Tom, du machst es ihm aber auch nicht leicht. Vergiss nicht die Geschichte mit der Hochzeit. Wusste ich's doch. Ist mit Olli und Jules genau passiert, als Olli hier war. Du müsstest das Kind jetzt ungefähr... Tom, jetzt wart doch erstmal ab, was Oliver dazu sagt, ne? Wenn er was sagt. Hi. Na, hast du alles gut überstanden? Da habe ich mir echt was aufschwatzen lassen von Jule. Ich bin mindestens 15 Kilometer gerannt. Oh, dann kannst du dich ja jetzt von deinem Freund verwöhnen lassen. Ich wollte sowieso gerade los. Dann macht euch beiden mal einen schönen Abend, ha? Danke, tschüss. Ciao, ciao. Danke dir. Es tut mir übrigens leid, dass ich vorhin stinkig war. Schon okay. Ich wäre auch gern mit dir bläden gegangen, aber Jule hat im Moment echt einen Haufen Stress um die Ohren. Was stresst sie denn so? Sie ist total überfordert. Nina ist in Thessaloniki, ich bin jetzt hauptamtlich im Schneiders, Jonas ist weg. Christian in London? Da wird schon knapp in der Kneipe. Deswegen konnte ich sie vorhin auch nicht hängen lassen. Verstehst du doch, oder? Das habe ich mir jetzt verdient. Oliver, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, ich bin immer für dich da. Was soll ich denn jetzt auf dem Herzen haben? Ich meine nur, egal was passiert, du kannst mir alles sagen, ja? Weiß ich doch. Okay, ich weiß, ich bin ab und zu nicht so leicht zu handeln. Aber ich liebe dich. Und wenn du irgendwie meine Hilfe brauchst, dann sag's mir einfach, ja? Ich glaube, ich könnte da tatsächlich deine Hilfe gebrauchen. Ja. Ich wollte gerne baden und da könnte ich dringend deine Gesellschaft gebrauchen.